Hallöchen und willkommen zu Half-Life Opposing Force. Ihr werdet euch jetzt sicherlich fragen, wieso zum Teufel spielt der Half-Life Opposing Force? Das ist von 1999. Nun ja, es gibt jetzt ein, ja, was ist das? Ein von Fans gemachtes Spiel, Half-Life 2 Prospect, welches unmittelbar an die Handlung dieses Spiels anknüpft. Daher spiele ich nicht Half-Life 1 als allererstes, sondern erstmal das hier, denn jetzt im Februar kommt Half-Life Prospect, glaube ich, so heraus. Wurde zusammen mit Valve konzipiert, also die haben zumindest bis zu einem gewissen Grad zusammengearbeitet. Und es soll eben die Handlung von Opposing Force wieder aufgreifen. Daher der Teil hier als erstes. Um vielleicht einmal die Systemvoraussetzungen zu benennen. Das Spiel ist von 1999, habe ich ja gerade eben schon einmal kurz gesagt. Es brauchte ein Pentium 133. Ich weiß nicht, wie viel Megahertz er hatte. Wahrscheinlich nicht viel. 24 MB RAM. Ja. Oh, das könnte knapp werden. Eine SVGA-Grafikkarte. Da muss ich zu meiner Schande gestehen, ich habe keine Ahnung, was das ist. Ein Double Speed CD-ROM-Laufwerk. Gut, das ist jetzt natürlich schon vollkommen obsolet. Und 400 MB Festplattenspeicher. Oh mein Gott. 400 MB, die habe ich doch sicherlich kaum. Nein, gut, alles klar. Ich hoffe schlicht und ergreifend, dass man ja den Kontext bzw. die Dialoge relativ gut versteht. Ich kann leider bei dem Spiel keine Untertitel aktivieren. Das hat es irgendwie nicht. Keine Ahnung warum. Aber die Soundwiedergabe wird in dem Sinne auch besser. Am Anfang ist es ein bisschen laut. Aber gut. Ach, genau. Bevor ich jetzt hier... Natürlich erstmal auf einfach. Ich will es mir ja nicht zu schwer machen. Einmal kurz, um auf die Handlung zu sprechen zu kommen. Ich spiele parallel zu Half-Life 1. Und wir spielen einen... was ist das nochmal? Was, Marine. US Marine. Namens Adrian Shepard. Deswegen, den spielen wir dann auch im Prospect hinterher. Und wir sind dabei, Black Mesa zu infiltrieren. Im Grunde verläuft die Geschichte eben parallel zu Half-Life 1. Dementsprechend, jeder, der Half-Life 1 kennt, könnte möglicherweise hier und da an was erinnert werden. Gut, fangen wir mal an. Bravo 7, weiterer Sektor 112 zur LZ. Rendezvous mit Alpha, Bravo, Tango. Ende. Verstanden, HQ. Wo sind wir überhaupt? Wieso? Der Pilot fliegt uns doch direkt zu deiner Mama. Bis jetzt sieht alles ganz normal aus. Mach einfach die Klappe, Jackson. Wann immer du. Hey, riechst du das? Was? Riecht schon wieder wie ein Babysitter-Job, Mann. Oh nein. Shit, Mann. Babysitter-Job. Ihr spinnt ja wohl. Ist doch ganz klar ein Trainingseinsatz. Warum hätten die sonst unsere Order so lange geheim gehalten, hä? Ja, was soll der Quatsch eigentlich? Wir müssen uns in die Schrottmüll hier reinfetschen. Keiner sagt uns, was abgeht. Also, Adrian Shepard, männlich, 22. Kein Problem, Private. Ihr erhaltet eure Order, wenn wir die LZ erreichen. Ausbildung in den States Marines Corps. Sir, jawohl, Sir. Special Forces. Echt? Mir doch egal, wohin wir gehen. Und alles, was ich schon gesagt habe. Ich hab das gehört. Oh, der Kram. Pass auf deinen Vektor auf, Boost 3. Es wird ein bisschen eng hier drin. Mission geheim. Wenn das ja, wieder so eine Rettungsaktion ist, dann bin ich echt sauer. Ich meine, das würde ich kennen. Mann, ich wäre auch sauer, wenn ich deinen blöden Arsch retten müsste. Kann schon jemand die LZ sehen? Negativ, Boost 7. Ich sehe irgendwelche Aktivitäten da oben, kann aber nicht erkennen, was es ist. Hey, Shepard, Jackson, hier hat was für dich übrig. Okay, dann hört mal her, Leute. Verdammt, Groß 3 ist runter. Oh shit. Was zum Teufel ist da los? Schnell, also bleib! Pass auf, Groß 7, da kommt was an deiner! Oh. Oh fuck. Oh fuck.
Okay, wir sind abgestürzt. Und da sieht man, er setzt sich hin und stirbt nicht einfach, sondern schüttelt mit dem Kopf. Das ist bedauerlicherweise noch die Indizierung von 1999, weil man keine Toten zeigen durfte. Fünf. In Deutschland zumindest. Eins, zwei, oh, wir leben. Fünf. Oh, Schneewittchen ist aufgewacht. Hey. Sie sind Corporal Shepard, stimmt's? Richtig. Ich habe das Schild auf Ihrer Uniform gelesen. Bin ich froh, dass meine Wiederbelebungsversuche nicht umsonst waren. Für den anderen kann ich das leider nicht behaupten. Ich fürchte, sie hatten einen ziemlich üblen Unfall. Die meisten ihrer Freunde haben es nicht geschafft. Ich hatte gehofft, dass ihr Soldaten gekommen seid, um uns zu retten, aber jetzt sieht es so aus, als säßen wir alle in derselben Patsche. Ich glaube, ich habe in der Nähe, wo ich sie gefunden habe, ein Funkgerät gesehen. Vielleicht können sie hingehen und um Hilfe funken. Ah ja, also draußen? Ich weiß es nicht. Dezember? Würde ich jetzt einfach mal sagen. Dezember. Gut. EFPLPED PECFD EDFCZP DEF PDETC. Naja. Okay, da können wir nichts machen. Ah, die Tür geht auf. Mysteriös. Und willkommen im Black Mesa. Oh. Ein Toter, oder? Erinnern Sie sich noch an irgendein... Ha. Der wird aber auch ein bisschen... Oh. Nun gut. Der hing ein bisschen daneben. Diese Krebswesen verfolgen eine einzigartige parasitäre Strategie, finden Sie nicht auch? Facehugger, nee, lass mal. Haben Sie jemals eine so fantastische Spezies gesehen? Diese Krebswesen können das Nervensystem Ihres Wirts völlig kontrollieren. Können Sie sich vorstellen, wie die nächste Stufe dieser Mutation aussehen wird? Das möchte ich mir gar nicht vorstellen, nein, danke. So, okay, weiter geht's. Ja, geht's nicht weiter? Geht's auch nicht weiter? Ach du Scheiße. No! Wow. Wow. Geil. Okay. Hi. Kommst du? Shit. Was ist denn los? Kaum zu glauben, dass ich den Typ erwischt habe. Ich weiß nicht, vielleicht hast du mal Schusstraining oder irgendwie sowas? Ja, folgt er uns nicht? Nee. Glück gehabt. Das war auch geil. Aber da sieht man schon wieder, man kann so eine Szene sehr gut ins Spiel integrieren, auch mit einer relativ schlechten Grafik, wenn man es vergleicht. Hi. Ah, prima, Shepard. Du hast die Panzerweste also gefunden. Woher kennt Damit der mich jetzt? Damit dürftest du da draußen einigermaßen sicher sein. Ist doch... Also, ich habe gerüchteweise gehört, dass ihr Jungs uns hier vielleicht nicht retten sollt. Wir sollen euch alle vergesst töten. Einfach nicht, dass wir noch hier sind. Na gut. Ja. Nein, aber prinzipiell sind eigentlich die US Marines und was ist das andere nochmal? Ich glaube, da kommen nochmal hinter nochmal andere Typen. Die sind eigentlich dafür da, um uns zu. Das Black Mesa Personal zu töten, beziehungsweise hinter auch die US Marines. Aber woher weiß der, wer ich bin? Mama macht sich Sorgen, wenn ich zum Essen nicht daheim bin. Ach du Scheiße. Alles klar. Oh. Fuck. Das war Strom. Oh. Nice. Laser. Ich komme mir vor. Wow. Ich komme
mir vor wie in einem Michael Bay-Movie. Scheiße, ey. Ah, Facehugger. Aha, Probe. Sondern... Nutzung. Sehr langsam mit dem Ding. Hui. Oh, Schutz. Das ist Energie. Ich weiß es gerade nicht. Der G-Man. Mal schauen, wie lange das Spiel überhaupt geht. Die Spiele früher gingen ja nicht so lange. Kann es tatsächlich sein, dass ich hier in 2-3 Stunden schon durch bin. Dann werde ich das einfach in einem Stück hochladen. Mal schauen. So. Was ist hier los? Alte Spiele. Kann es mal passieren. Okay. Nein! Was? Ja, okay. Festgebackt. Ich sehe schon mal. Ich glaube, da stimmt gerade irgendwas mit meiner Maus nicht. So. Jetzt wieder. Aha. Hui. Aber seht ihr, der erste Tod ist schon hinter uns. Juhu. Okay, da müssen wir rüber. Ach, hier waren wir doch vorhin, aber da war das hier noch alles heile und... Hier müsste eigentlich nicht der hier liegen, sondern... Oh, ein Messer. Ah, da drin ist er. Ja, super. Brauchen wir gar nicht. Ist ja auch klasse. Ist nicht lang, das heißt, ich muss hier rüber. Da geht's, glaube ich, nicht lang. Das ist schon Michael Bay Movie. Hundertprozentig. Ja, musst du dich. Und du auch noch. Dich krieg ich auch noch Kopf. Ist das unser Kollege? Ja, die sehen wahrscheinlich alle nur gleich aus. Hey! Hi! Das war nicht gerade intelligent von dir, mein Freund. Das komplette Ding steht auch unter Strom. Ah, hätte ihm das mal vorher jemand gesagt oder hätte er mal sein Hirn eingeschaltet. Oh, dunkel. Wie aktiviere ich die Lampe? Ah! Boah, zum Glück habe ich keine VR-Brille auf. Wäre ich jetzt blind. Fuck. Energie. Und aufpassen. Oh, eine Pistole. Generatorkontrolle. Ah. Tja. Keine Energie. Nee, braucht doch gar nicht mehr durch. Hier ist doch eine Tür. Einfach mal alles kaputt machen. Ich hoffe ja, wir kriegen noch die für Half-Life eigentlich typische Crowbar. Okay. So, Pistole da. Ah, jetzt haben wir hier auch keinen Strom mehr. Shepard, Sie leben noch. Jo. Hören Sie, uns hat's ziemlich übel erwischt und wir haben den Befehl, uns zurückzuziehen.
ziehen uns zurück. Anscheinend haben sie mit Black Mesa jetzt was anderes vor. Wenn sie es schaffen, durch das Transitsystem zu kommen, können sie vermutlich die Oberfläche erreichen. Und da holen wir sie dann raus. Ich bin an der Oberfläche. Ende. Verdammte Scheiße. Wir könnten ja auch einfach ein Heli schicken. Wäre Ruhe. Das Spiel wird dann auch ziemlich schnell vorbei. Okay. Dann wollen wir hier doch mal runter. Hui! Ich erinnere mich noch an die. Ja, ich glaube, das mache ich jetzt hier nicht mit jedem, dann habe ich gleich keine Munition mehr. Einfach nur drumherum gehen. Okay, ich bewege mich erstmal hier. Ja, in jede Ecke schauen, es kann ja irgendwo noch was liegen. Runter. Hallo. Ja, okay, da müssen wir ein bisschen näher dran. Mistviecher. Nice. Zeug steckt. Nicht ernsthaft, oder? Der G-Man. Ich wusste es doch, dass der was damit zu tun hat. Was? Oh, komm schon. Wichser. Ah. Echt krieg ich. Wenn man diesem Spiel nicht richtig zielen kann. So, ich kann mich nur über das Fadenkreuz schießen. Ist das drin? Auch nichts. Beziehungsweise doch, da war Muni drin. Leben, leben, leben. Okay, wir müssen da rüber. Thank you.
Muni. Oh, das ist jetzt so eine gute Idee, weil ich glaube, da kommen wir doch trotzdem rüber. Zack. Einmal nachladen. Ich glaube, den kleinen Kerl da drüben erledige ich auch mal ganz kurz. Ernsthaft? Ey, komm. Na gut, doch. Ja, das heißt aber immer noch nicht, dass ich hier lang komme. Ah, okay. Jetzt muss ich darüber und dann von da darüber. Ach, das waren noch schöne Spiele. Dass wir heutzutage keine schönen Spiele mehr hätten. Hey, wo sind wir jetzt gelandet? Hochsicherheitsbereich? Sieht ein bisschen so aus. Okay. Oh, muss ich da jetzt ehrlich durch? Oh shit! Tja, jetzt schwimme ich in der Scheiße. Wunderbar. Ganz wunderbar. So wie das sein muss. Immer mitten durch die Scheiße. Komischen Dinger. Oh, schnell durch. Immer mitten in die Fresse rein. Oh, Granaten! Das Richtige getan. Ein Roboter befreit und dann müssen wir jetzt noch abwarten, dann kommen wir hier runter. Aber dass da unten dieser komische Schleim ist, das interessiert hier eigentlich niemanden. So, geht's nicht lang. Ruhe ist hier. Nicht lang fackeln. Immer voll in die Fresse mit der Schrot. Ne? So. Oh, wo sind wir jetzt? Wo sind wir jetzt? Ha? Immer mitten in die Fresse rein. Okay. Hm.
Ach, schau mal einer an. Das können wir also frei bewegen. Ich muss noch nicht mal einen Knopf drücken. Alles vollautomatisch hier. Von den Ruheräumen. Hammer und Einer. Was ist mit meinen Armen und Beinen? Haben Sie einen Weg? Kann einer von dir Verdammt, ein bisschen spät reagiert. Ich glaube, das Arbeitsverhältnis hier ist ganz, ganz schlecht. Ein grausames Arbeitsverhältnis. Ach, guck mal, jetzt wechseln wir die Schiene. Und nach oben. Okay. Der hat jetzt... Wer ist denn das hier drin? Ist das noch ein normaler? Was? Wieso ist denn da drüben noch ein normaler Sicherheitsarbeiter? Hey, Peter! Wir reichen jetzt ihr Ziel. Ja, ich will gerne hier raus. Ah, da muss das noch geladen werden. Und. Aha. Ah, nein, ich will nicht. Das scheint eine etwas kleinere Pistole zu sein. Dafür mit mehr Munition. Schokolade. Nicht dein Ernst, oder? Warum funktionieren die eigentlich nie? Vielleicht, weil hier gerade die Apokalypse abgeht. Hey, hast du mal eine Mark? Nicht ernsthaft. Ey, hast du meine Mark? Als Sicherheitsmann ist doch was echt Feines. Nicht ernsthaft, oder? Hast du meine Mark? Hallo. Kümmere dich mal um deinen Job hier. Hey, super. Mach deinen verdammten Job. Klar. Hab nichts Besseres vor. Ah, sehr schön. Wir können ihn dazu bringen, uns zu folgen. Oh, fuck. Hast du schon das neue IG-88 gesehen? Nein, aber ein Freund von mir... Was ist das doch? Ich weiß es nicht. Diese Spezies... Ist schon in Ordnung, ich kümmere mich. Also... Mich hat... Au! Was haben Sie gerade gesagt, hast du schon das neue IG-88? Was haben die gerade gelabert? Willst du das neue IG-88? Das... IG-88 ist ein Killerroboter von Star Wars. So ein Killer-Droide. Wo ist denn mein Security-Typ? Kommst du mit? Lass mich hier nicht allein. Nee, wirklich. Unsere Chancen sind besser, wenn wir zusammenbleiben. Ja, dann komm mit.
Hier, aufmachen. Okay, das... Gut, weiter. Was ist jetzt passiert? Was ist denn jetzt passiert? Ich war... stand doch nicht drauf. What the fuck? Okay. Schokolade. Ach, genau, da stand einer um die Ecke. Okay, so. Du, mitkommen. Dann mal los. Ach, was ist denn jetzt gerade schon wieder mit der Maus? Mann. Hast du schon das neue IG-88 gesehen? IG-88, nein, ja. Aber ein Freund von mir... Hab ich gerade eben auch scheinbar gesagt. Was ist das, Doc? Ich weiß es nicht. Diese Spezies habe ich nie... Ist schon in Ordnung, ich kümmere mich. Hab ein bisschen was abgekriegt, aber ich schaff das... Ich will nicht sterben. Ja, das kennen wir ja alle schon. Wo ist denn... Hä? Wo ist denn jetzt der Sicherheitstyp? Ach, komm schon. Komm. Ich bleib hier und tu so, als ob wir zusammen sind, meine Überlebenschancen größer. Komm. Komm. Ja, den Job hier, den hat mir mein Cousin besorgt. Das glaube ich wohl. Vielleicht sollte ich den Schrank da drüben bewachen. Das war knapp. Ernsthaft? Hat der das jetzt gerade wirklich gemacht? Mann, der Duft der großen weiten Welt. Ach du Scheiße. Okay. Einen Moment. Ich muss jetzt doch gerade einmal. Schick. Noch einer. Naja, komm. Lass ihn da stehen. Oh fuck. Dürfte Schild sein. Hat er keine Waffe dabei? Der hat auch sicherlich eine Waffe dabei. Naja, gut. Das sieht auch ein bisschen schlecht mit unserer Gesundheit aus. Ach, ernsthaft? Kollege, du musst mitkommen. Verdammt!
gegen Aliens zu kämpfen, stand aber nicht in meinem Arbeitsvertrag. Ja, das ist jetzt nun wirklich nicht mehr mein Problem. Na klar, als Team sind wir besser. Na komm mit, los. Komm. Alter, komm. Na komm. Komm. Ich hab gesagt, du sollst kommen. Tja, ich werd okay. Ich will nicht alleine sterben. Sie sind einer von denen. Yes, können wir uns nicht einfach vertragen? Na gut. Bitte erlauben Sie mir, mich um diese Wunde zu kümmern. Bitte. Dame, ich bleibe hier. Ja, keine Sorge, ich bin Arzt. Warum? Lassen Sie mich hier. Gehen Sie vor. Wenn du meine ich weigere mich auch nur noch einen einzigen Schritt weiterzugehen. Also schon voraus. Ist das wirklich die richtige Richtung? Das ist nicht Ihr Ernst. Okay, da kurz Fraps abgeschmiert ist, geht's hier an der Stelle weiter. Ich habe das leider nicht gemerkt. Oh nein, Sie sind einer von denen. Ja, genau. Können wir uns nicht abschauen? It appears that you need medical attention right away. Versuchen wir das hier mal. Okay, er hat ab und zu paar kleine Sprachbarrieren. Ich werde hier bleiben und auf meine Kollegen warten. Oh, verdammt, ich hab schon fast wieder vergessen. Und einer für Papi. Ein Papa. Kannst du glauben, dass ich den Typ erwischt habe? Das war ja kein Typ. Jetzt gut. Das war schon wieder knapp genug. Da geht nicht auf, das ist der einzige Weg hier durch. Los, geh auf, geh auf, geh auf, geh auf, geh auf. Aha. Okay. Ja, so häufig gegen zu schießen ist auch eine Nummer. Okay, ich glaube, da geht's nicht lang. Oder ist das auch wieder so eine einzige Nummer hier? Okay, jetzt habe ich keine Munition mehr für die Waffe. Egal. Es geht hier weiter.
Ja, Rettung! Yay! Hallo Cooper, hörst du mich? Null Priorität für Freeman. Wir ziehen uns aus der Basis zurück. Wenn Mechano-Einheiten noch Bombenziele gefunden haben, diese sofort auf der taktischen Karte markieren. Ansonsten sieh zu, dass du da rauskommst. Und zwar presto. Wiederholung. Rückzug und Beginn der Bombardierung. Ziele angeben oder nach unten verschwinden. Shepard, Sie haben es geschafft. Freeman haben Sie wahrscheinlich nicht gefunden. Ist auch egal, Corporal. Wir ziehen uns zurück. Der Luftangriff hat begonnen. Gehen Sie zum Hangar und wir warten auf die Evakuierung. Okay, auf zum Hangar. Wo ist Freeman? Wir können hier nicht unsere Zeit vertrödeln. Freeman könnte überall sein. Ich lasse Sie erst gehen, wenn Sie geredet haben. Tja. Also, wenn ich das so sagen darf, ich bin ziemlich schwer verletzt. Jetzt natürlich sehr leid. Dass ich auf die Dinger mal so ein ganzes Magazin abfeuern muss, finde ich nicht gerade witzig. Okay, das war eine blöde Idee. Hier jetzt. Ach, da bin ich. Hier wieder. Okay. Da oben sind wir gerade in den Raum rein. Nein! G-Man! Ah, und da war Security 7G. Die Tür haben wir nicht aufgekriegt. Fick dich. Und fick dich. Aha. Wunderbar. Vermisst. Ja, ich glaube, wir werden. Okay, wieder ab durch die Lüftungsschächte. Oh. Geh ich mal hier durch das erste Loch. Da möchte ich nicht runter. Da werde ich brutzelt. Witzig. Sehr witzig.
dass sie ganz genau wissen, dass man da ungefähr lang geht. Na gut, daneben wäre im Grunde nur noch ein Platz frei gewesen. Oh, die schon wieder. Ey, das ist doch... Okay, kann man die irgendwie voneinander untersch... Ah, oder? Nee. Ah, ernsthaft? Was geht denn jetzt hier ab? Ernsthaft? Und jetzt komme ich hier nicht hoch. Ich komme hier nicht hoch. So. Okay, die ganzen, die hier so feucht aussehen, die brechen. Fertig. Drahtseilakt. Warum eigentlich nicht? Okay, jede Menge heißer Dampf. Da komme ich nicht durch. Das heißt, ich muss scheinbar. Ja. Kann auch runter. Im Wasser. Das wäre natürlich mies. Oh nein, das sieht gut aus. Nur ein paar kleine Fische. Okay, so jetzt sind wir. Da komme ich glaube ich vor. Das, wenn ihr euch so denkt, Millimeter mehr. Es ist nur ein Millimeter. Ach, da müssen wir also rüber. Und Daten werden geladen. Ja, jetzt sind wir hier. Feuer. Jetzt habe ich die Schnauze voll. Sieht ja nicht gerade lecker hier unten aus. Ja, eigentlich für komische Apparaturen, ganz ehrlich. Was? Ah, Mann. Verdammt. Knuddeln aus. Das ist ein bisschen ganz süßer, oder? Oh ja, schaut euch das Grinsen an, meine Güte, es ist dumm. Ich hoffe nicht. So, die Tür ist wichtig. Das heißt, wir müssen hier wieder durch den angeschalteten Schacht. Thank you.
Oh scheiße, falsche Seite. Einer unserer Männer. Ihr Schweine! Ui! Die haben das drüben aber schon schön verwandelt. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das auch ein Vieh ist oder. Ne, das Bild bin ich gut angezeigt. Dann. Wunderbar. Hi. Urlaubsressort. Auf Zen. Ich habe noch 11 Leben. Ach du Scheiße. Hey, hier steht Explosive drauf. Gut, dann eben nicht. Schade, ich hab gehofft, ich könnte jetzt. Okay, irgendwas ist doch noch hier. Ich höre doch die ganze Zeit was. Ach, den kann ich bewegen, alles klar. Na komm, weiter, weiter. Genau, hier rüber. Ja, wunderbar, wunderbar, wunderbar. Ich weiß nicht, ich schieb das Ding jetzt hier einfach mal ein bisschen mittig drauf. Das dürfte ja reichen. Deckung! Auf jeden Fall gerumst. Oh fuck. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Oh. Oh shit. Das war der falsche Knopf. Ich bin schon hier gelandet. Auch nett. Sehr nett. Hallo, Sweetheart. Okay, jetzt wissen wir wenigstens, was wir jetzt tun haben. Und nicht wieder rechte Maustaste drücken. Damit schieße ich nämlich die Minigranaten. Und bei LVP ist das immer so ein bisschen, ich möchte nicht sagen kritisch, aber doch schon. So. Und Feuerwerk! Oh yeah! Ach, wir hätten fast die Granate hier drüben vergessen. Ui. Die fressen aber. Thank you.
Boah, ist die ungenau, das ist ja heftig. Keine Muni mehr. Das Elend ist verrückt. Machen. Shit. Scheiße. Steck gefunden. Ein bisschen mehr Leben wäre mir lieber gewesen, ehrlich gesagt. Aber naja. Danke. Netter Kollege. Ganz lieber Zeitgenosse. Den habe ich schon mal täglich. Nein! Ah, das ist doch wohl nicht wahr. Das Problem ist, die Steuerung ist sehr, sehr unpräzise. Das heißt, wenn ich jetzt hier ein bisschen zu weit nach vorne gehe, beispielsweise. Dann läuft er einfach noch ein Stückchen weiter. Das ist echt nervig. Mal hier hinten schauen. Was noch was sehe, vor allem im Leben. Wobei ich eher darauf tippe, dass wir hier drüben noch ein bisschen Leben finden. Sie müssen hier raus. Hören Sie, Shepard, diese Dinger, die werden uns alle umbringen. Ach, er spricht mit uns. Ah, okay. Storage Area 2 and 3, Vehicle Repair, Employee Parking, Service Elevator, Employee Elevator. Ja. Okay, wir müssen... Parking geht leider nicht. Schade. Nein, ich will da jetzt nicht runter. Viel zu wenig Muni. Leben. Mich ein wenig an Dead Space. Leben! Sehen. Ah! Oh fuck. Ja, wir haben es aber auf jeden Fall noch erledigt. Scheiße. Ah, fuck it. Fuck it, fuck it, fuck it. Oh nein, oder? Müssen hier raus. Hören Sie, Shepard? Ach, ich hab diese hier nicht drin. Dinger! Die müssen alle um. Ja. War nichts Interessantes. Schade. Dafür, dass es eigentlich sterbe ich immer noch verdammt häufig, aber das sind nun mal diese alten Spiele.
Das ist alles ein wenig schwieriger, als es aussieht. Vor allem, wenn man sich dann ein bisschen schusselig anstellt. Oh nein! So, jetzt habe ich die Schnauze hier aber auch voll. Vielleicht finden wir hier noch ein paar Kleinigkeiten. Oh! Fuck! Ich möchte nicht sagen. Oh, so, die setze ich jetzt hier nicht sofort ein. Also, liebe Kinder, immer aufpassen, wenn ihr einen Raketenwerfer in die Hand nehmt, nicht sofort abdrücken. Ist kontraproduktiv. Ich kann es aus eigener Erfahrung sagen. Oder? Oh. Ja klar, weil genau in dem Moment natürlich die Maus wieder spinnt. Im Anfall. Hallo. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Ihr Soldaten mit dem Befehl, dieses Institut zu schweigen zu lassen, oder... Ich glaube, die Viecher sind schlimmer. Ja, ich bleibe hier. Gehen Sie vor. Ich schaue mal nach. Ich werde genau hier warten. Ja, alles klar. What the fuck? Leben. Yay! Achtung, nasser Flur. Ein nasser Boden. Oh, ich krieg einen Anfall. Das denke ich bei Flur immer an. Flur. Nun ja. Zu. Natürlich auch zu. Kabel hängt gar nicht auf dem Boden. Das heißt, ich müsste normalerweise... Ja. Oh! Ich rutsche. Und zwar ziemlich heftig. Ich falle von Dingen ab. Das ist nicht geil. Das ist überhaupt nicht geil. Eine kleine Rutschpartie.
Ach, jetzt sind wir hier, okay. Das war die andere Seite. Oh, was müssen wir hier bloß tun? Ja, zu viel gedacht. Ich hab angenommen, wir müssten da das Gitter in die Luft jagen. Ganz so sicher, was wir jetzt hier tun müssen. Es ist auf jeden Fall hier kein Strom mehr. Was? Ach. Okay, das ist immer noch zu. Das heißt, jetzt wieder hier hoch. Oder wie ist das zu verstehen? Okay, los, los. Aber noch höher kommen wir gar nicht. Oder doch? Ach du Scheiße, wir müssen an das Seil dran springen. Sieht hier überhaupt nicht gefährlich aus. Normalerweise müsste jetzt hier was auftauchen. Das wäre dann so richtig schöne Horrorfilm-Atmosphäre. Was? Was war das? Ein bisschen nass hier. Wie mache ich das jetzt aus? Oder muss ich gar nicht? Ich weiß es gerade nicht. Oh, sehr schön. Willkommen bei Michael Bay. Okay, ich weiß jetzt gerade nicht, was ich bekommen habe. Muni. Nicht, dass ich noch mehr Muni bräuchte. Ach Mann, was ist denn... Ich bin mir nicht sicher, ob es am Spiel liegt oder an meiner Maus. Ich glaube, es ist eine Mischung. Ernsthaft? Weiter als ich bis hierhin kann ich es nicht schieben. Okay. Das ist jetzt natürlich auch sehr gut. Ach,
Der hat den Headcrab auf. Was wäre denn passiert, wenn jetzt hier der Lüftungsschacht nicht abgebrochen wäre? Hätten wir hier gar nicht hochgekonnt. Was dann? Hätten wir verloren. Okay, irgendwas sagt mir, wir müssen doch nicht hoch. Vielleicht noch irgendwas in dem Lüftung. Müssen wir da vielleicht den Lüftungsschacht weiter hoch? Nee. Doch schon hier lang. Nur wo lang jetzt? Push. Jetzt bin ich gerade wieder zurückgegangen. Ich hoffe, der hat immer noch die Sachen hier jetzt geladen. Ja, sehr gut. Sehr nice, sehr nice. Ja. Nicht. Das muss eigentlich irgendwas mit dem oben zu tun haben. Hier. Dass wir hier weiterkommen. Ah, komm. Ah, ja. Dieser kleine blau-graue Kasten. Hallo, lebst du noch? Nicht. Sehr schade. Das geht jetzt auch nicht weiter. Also wieder hier lang. Ich weiß jetzt auch gerade nicht so wirklich, wie ich hier rüber gekommen bin. Aber ich habe es geschafft. I am Lord, ja. Ich raff es nicht. Oh, was? Exit, ja, was? Exit, ich würde hier gerne gerade raus.
Schnall ich's nur gerade einfach nicht, oder? Mal kurz eine kleine Pause und dann geht's gleich weiter.